Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines News-Update für euch vorbereitet. Viel Spaß bei dem Video. Die Links zum Posting und den Artikeln packe ich euch unten in die Beschreibung rein. Das National News Bureau of Thailand meldet heute am 8. März 2021 71 neu gemeldete Fälle, davon 41 inländische Fälle, 7 im Proactive Case Finding und 23 importierte Fälle. Des Weiteren berichtet usnews.com: Thailand verkürzt Quarantänezeit für geimpfte Reisende. Bangkok Reuters: Thailand wird ab nächsten Monat die Quarantäne für Ausländer, die gegen das Coronavirus geimpft wurden, von 14 auf 7 Tage reduzieren, teilte der Gesundheitsminister am Montag mit. Die Impfungen müssen innerhalb von 3 Monaten nach Reiseantritt durchgeführt werden und die Besucher müssen innerhalb von 3 Tagen nach ihrer Abreise weiterhin negative Covid-19-Testergebnisse vorweisen, sagte der Gesundheitsminister bei einer Pressekonferenz. Diejenigen, die noch nicht geimpft wurden, aber über coronavirusfreie Zertifikate verfügen, müssen für 10 Tage unter Quarantäne gestellt werden, sagte er. Zitat: Ausländer, die mit Impfbescheinigungen gemäß den Anforderungen der einzelnen Marken nach Thailand reisen, müssen nur 7 Tage unter Quarantäne gestellt werden, sagte der Gesundheitsminister und verwies auf die Dosen, die für eine wirksame Anwendung erforderlich sind. Die neuen Maßnahmen gelten nicht für Reisende aus Afrika, die aufgrund von Bedenken hinsichtlich anderer Varianten des Virus noch 2 Wochen unter Quarantäne gestellt würden. Wenn Thailand nach Oktober 70% des medizinischen Personals und der Risikogruppen impft, könnte es zu einer Lockerung der Beschränkungen kommen, sagte der Gesundheitsminister Anutin und fügte hinzu, es sei möglich, dass auf die Quarantäne vollständig verzichtet werden könne. Thailand hat bisher 27.497 Menschen, hauptsächlich Mediziner, mit dem Impfstoff Sinovac Biotech geimpft. Insgesamt wurden 61 Millionen Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs bestellt. Die Massenimpfungen sollen im Juni beginnen. Der Artikel geht noch etwas weiter und ich habe zwischendurch auch mal ein paar Absätze ausgelassen. Wie gesagt, wenn ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen möchtet, Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Bisher habe ich nur Meldungen auf Englisch gefunden, könnte mir aber vorstellen, dass auch die deutschsprachigen Portale in naher Zukunft darüber berichten werden. Ja, was sagt ihr zu dem Ganzen? 7 Tage Quarantäne für geimpfte Personen. Schreibt mir doch gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Das war's auch schon wieder von dem kleinen News-Update. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt alle miteinander gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.